Anfang des 17. Jahrhunderts landen Niederländer auf den Inseln im Indischen Ozean. Sie suchen etwas, das einst mehr Wert hatte als pures Gold. Gewürze. Über 300 Jahre lang behauptet das winzige Holland sein Inselreich gegen die Großmächte der Zeit. Doch im 20. Jahrhundert hat die Kolonialmacht ausgespielt. Der Wille eines Volkes nach Unabhängigkeit läutet ihr Ende ein. Was fällt Ihnen zu Holland ein? Windmühlen, Käse, Rembrandt, Tulpen aus Amsterdam? Idyllisch, friedlich, freundlich. Das ist Holland. Man vergisst da ganz schnell, dass Holland einmal den gesamten Welthandel beherrscht hat. Dieses kleine Land. Über 100 Jahre war es die größte Handelsmacht der Welt. Und es waren Holländer, die New York gegründet haben. Gott erschuf die Welt, aber die Holländer erschufen Holland. Das sagen unsere Nachbarn heute noch, ganz stolz von sich selbst. Und in gewisser Weise haben sie sogar recht damit. Denn mehr als ein Drittel der Niederlande liegt unter dem Meeresspiegel. Mit Deichen haben die Bewohner ihr Land der See abgetrotzt in einem ständigen Kampf mit dem Meer. Es hat sich gelohnt. Vor 400 Jahren erblühte das goldene Zeitalter. Und Amsterdam war der Nabel der Welt. Amsterdam, das Venedig des Nordens. Ende des 16. Jahrhunderts die reichste Stadt Europas. Hinter den prächtigen Fassaden wohnt die modernste Gesellschaft des Kontinents, ein reiches Bürgertum. Hier entscheidet nicht ein adliger Stammbaum über den sozialen Status, sondern das Einkommen. Aber die Stadt ist Teil einer Kolonie. Die Karten der Zeit verzeichnen die Niederlande als Besitz der spanischen Krone. Und die regiert mit harter Hand. 5. Juni 1568. Auf dem Marktplatz von Brüssel trägt sich ein blutiges Schauspiel zu. Die Grafen Egmont und Horn werden zum Richtblock geführt. Sie sind die Anführer einer Bewegung, die Religionsfreiheit fordert. Denn die Holländer haben sich dem protestantischen Bekenntnis angeschlossen. Als Ketzer und Hochverräter werden sie von den katholischen Spaniern gnadenlos bekämpft. Die Niederländer folgten dem radikalen Reformator Calvin. Nicht beten, sondern arbeiten, so lehrte der, sei der wahre Gottesdienst. Glaube als Schlüssel zum Reichtum. Das Geheimnis der holländischen Erfolgsgeschichte. Für die Anhänger des Reformers Calvin war an wirtschaftlichem Erfolg nichts auszusetzen. Im Gegenteil, er war ein Zeichen, dass man in der Gnade Gottes stand. Profit zu machen war in gewisser Weise ein religiöser Akt. Und das ist der Grund, warum die Niederlande noch unter spanischer Herrschaft eine der reichsten Regionen Europas wurden. Aber die Holländer wollen die Früchte ihres frommen Fleißes nicht länger teilen. Hinter den Fassaden der Bürgerhäuser regt sich politischer Widerstand. 1570 mündet er in offene Rebellion. In einem 80-jährigen Krieg gelingt es den Bürgerarmeen der Kaufleute, den spanischen Söldnerheeren Stück für Stück das Land zu entreißen. Am Ende muss die Weltmacht Spanien kapitulieren. 8 ehemalige spanische Provinzen gründen in Utrecht eine Republik, deren Gebiet in etwa dem der heutigen Niederlande entspricht. Eine winzige Nation am Rand der rauen See. Fleiß und Erfindungsreichtum sind gefragt, wenn man dort Wohlstand schaffen will.
Die Windmühlen sind Teil des uralten Entwässerungssystems, mit dem die Holländer dem Meer Siedlungsfläche abgerungen haben. Ohne Deiche und die ständige Drainage durch die windgetriebenen Pumpen wäre etwa die Hälfte der Niederlande von Wasser bedeckt. Aber die stürmische See ist auch das Element, das den Niederlanden zu Reichtum verhilft. Denn die Besonderheit der Geografie hat die Bewohner zu geschickten Seefahrern gemacht. Und nichts wirft zu Beginn des 17. Jahrhunderts so hohe Gewinne ab wie der Handel in Übersee. Aber noch haben andere Nationen im lukrativen Geschäft die Nase vorn. Umso größer die Motivation, selbst eine Flotte auszurüsten. Den Haag, 2. März 1602. Die Zusammenkunft der Bevollmächtigten der niederländischen Provinzen wirkt wenig spektakulär. Für Pomp und Glamour hat keiner der hohen Herren etwas übrig. Doch sie ahnen schon, dass ihre Zusammenkunft die Geschichte der Niederlande in ein neues Zeitalter befördern wird. Es ist die Geburtsstunde der ersten Aktiengesellschaft. Die VOC, die Vereinigte Ostindische Kompanie, soll mit dem Geld privater Anleger in großem Stil in den Asienhandel einsteigen. Schon 10 Jahre später hat sie 4.700 Schiffe unter Segel. 2 Jahrhunderte lang ist die VOC das unangefochten größte Wirtschaftsimperium der Welt. Die Vereinigte Ostindische Kompanie wurde einerseits gegründet, um am asiatischen Handel teilzunehmen, aber auch aus politischen Gründen, nämlich um den Spaniern zu schaden. Man dachte sich, wenn wir die Spanier aus dem lukrativen Asienhandel verdrängen, können sie den Krieg in Europa nicht finanzieren. Das heißt, die VOC war von Anfang an einerseits ein halbstaatliches Unternehmen, das Krieg führt, andererseits eine Handelsgesellschaft. Aber längst erheben schon andere Mächte exklusive Ansprüche auf den Welthandel, zumindest auf dem Papier. 1494 hatte der Papst die gesamte Erde zwischen Spanien und Portugal in zwei Einflusszonen aufgeteilt. Doch die selbstbewussten Niederländer lassen sich dadurch nicht einschüchtern. 1609 verfasst der berühmte Gelehrte Hugo Grotius eine Schrift unter dem Titel Mare Liberum über die Freiheit der Meere. Er formuliert einen revolutionären Grundsatz. Die Meere seien internationale Gewässer, bis auf eine Zone um die Küste, soweit ein Kanonenschuss reicht. Daraus wurde die heutige Drei-Meilen-Zone. Und bald machen sich auch niederländische Schiffe auf die gefährliche Fahrt zu den fernen Küsten Asiens, zu exotischen Inseln, die nicht einmal auf Karten verzeichnet sind. Wozu diese Anstrengungen, diese gewaltigen Investitionen, ja sogar diese blutigen Kriege? Warum setzten sich vor 400 Jahren Menschen den Gefahren einer Seereise ins Ungewisse aus? Stürme, Schiffbruch, Hunger und Seuchen? Die Antwort ist ganz einfach und immer die gleiche. Profit, Gier. In diesem Beutel verbirgt sich etwas, das damals wertvoller war als Gold. Man kann es sich heute kaum vorstellen. Pfeffer. Gewürze sind damals das Schlüsselprodukt der Weltwirtschaft, so wie heute Erdöl. Für solche Pfeffersäcke wie die konnte man ein Haus kaufen. So hat man auch die Männer genannt, denen solche Säcke gehörten, die reichen Kaufleute, Pfeffersäcke. Und unter allen Gewürzen gab es ein Juwel. Mystica fragrans, lautet ihr botanischer Name. Die Muskatnuss. Für die feinere Gesellschaft gab es kein besseres Statussymbol als eine prachtvolle Festtafel. Herrlich gedeckt mit wunderbar gewürzten Speisen. Wer es sich leisten konnte, verbrauchte Gewürze in rauen Mengen. Bei der Trauung des Herzogs von Burgund
kamen 190 Kilo Pfeffer auf die Tafel. Zum Nachtisch wurden sogar Pfefferkörner wie Konfekt gereicht. Die Speisen ertranken förmlich in Gewürzen, aber auch Getränke wurden damals gewürzt. Bier etwa gab es in der Geschmacksnote Muskat oder Ingwer. Und die Weine früherer Zeiten waren alles andere als edle Tropfen. Eher trifft wohl der Name Gewürzlauge zu. Pfeffer, Nelken, Zimt und Muskat wanderten in das Gebräu. Aber nicht nur als Gaumenkitzel waren Gewürze beliebt, in Duftkugeln. Die vornehme Herrschaften um den Hals trugen, sorgten Gewürze für Wohlgeruch und sollten Krankheiten abwehren. Wäre es einfach gewesen, an die Gewürze zu gelangen, hätte niemand astronomische Preise dafür bezahlt. Doch die Orte, an denen das begehrte Statussymbol im Überfluss gedieh, lagen eine monatelange gefährliche Seereise von Europa entfernt. Die paradiesische Welt Ostindiens, wie man Südostasien damals nannte. Vor allem das heutige Indonesien. Hunderte tropischer Inseln, verstreut über eine Strecke von mehr als 3000 Kilometern. Eine Welt des Überflusses, voll üppiger Vegetation. Die Europäer stoßen auf Zeugnisse einer alten, vom Buddhismus geprägten Hochkultur. Aber Buddhisten sind damals wie heute auf den Inseln eine Minderheit. Schon im 17. Jahrhundert ist der größte Teil der Bevölkerung islamisch. Mächtige Sultane regieren von imposanten Palästen aus über das Inselreich. Das ist die Welt, auf die es die Herren von der VOC abgesehen haben. Und sie wissen, wer hier erfolgreich Geschäfte betreiben will, braucht Mut und diplomatisches Geschick. Die kleinen Schiffsbesatzungen der VOC haben nur eine Chance. Sie müssen freundliche Beziehungen zu den Bewohnern der fernen Küsten aufbauen. Nicht Kanonen, Geschenke verschaffen den Niederländern anfangs das Entree im begehrten Markt. Die Inselbewohner sind längst den Anblick anderer Europäer gewöhnt. Und mehr noch, sie sind geschäftstüchtig geworden. Sie lassen sich die merkwürdige Sucht der Fremden nach Gewürzen teuer bezahlen. Allerdings ist die Gewinnspanne der Händler noch immer gigantisch. Auf dem Weg von Indonesien nach Amsterdam vertausendfacht sich der Preis für Pfeffer und Muskatnüsse. Aber die VOC hat noch ehrgeizigere Pläne. Als die Holländer im heutigen Indonesien eintrafen, waren sie nicht die ersten Europäer. Engländer hatten sich gerade niedergelassen und Portugiesen waren sogar schon seit Jahrzehnten vor Ort. Die Einheimischen wollten ihre Gewürze an diejenigen verkaufen, die den höchsten Preis zahlen. Aber die Holländer wollten ein Monopol. Ein Konflikt war damit unvermeidlich. Ein Monopol der VOC ist nur mit Gewalt durchzusetzen, gegen die Interessen der Einheimischen und gegen die der europäischen Konkurrenten. Das wissen die nüchternen Geschäftsleute. Soll der Ostindienhandel erfolgreich werden, brauchen sie einen Mann, der ihre Interessen skrupellos in die Hand nimmt. Einen Mann wie Jan Pieterszoon Koen. In Rom hat er Machiavelli studiert und Bankenwesen und Buchführung gelernt. Ein intelligenter Haudegen, der die Talente von Geschäftsmann und Armeegeneral vereint. Seine Heimatstadt Hoorn hat ihm ein Denkmal gesetzt. Koen gilt als Architekt des niederländischen Kolonialreichs und als visionärer Wirtschaftsstratege. Aber auch hat er die Idee, dass Er hatte vor allem auch die Idee, in den innerasiatischen Handel einzusteigen. Das heißt, China, Indien, Japan und die Molukken zu beliefern. Denn dort war so viel Geld zu verdienen, dass damit die Investitionen für den Bau von Forts und dergleichen schon bezahlt waren. Das heißt, die Waren, die nach den Niederlanden transportiert wurden, kosteten die Investoren nichts. Der Gewinn, den sie erzielten, war im Grunde ein Reingewinn. Ein Mann mit solchen Ideen ist bei seinen Auftraggebern beliebt. Koen erfüllt die in ihn gesetzten Erwartungen über alle Maßen. Mit eisernem Willen organisiert er den Ausbau des Handelsimperiums der VOC.
Seine penible Buchhaltung im niederländischen Staatsarchiv dokumentiert den wachsenden Warenstrom aus Ostindien und die Zufriedenheit der Aktionäre der VOC. Im Westen der Insel Java gründet er ein Handelskontor, dessen mächtige Mauern die Zeit überdauert haben. Rund um die Lagerhäuser entsteht im Laufe der Jahre eine Siedlung, Anziehungspunkt für Glücksritter aus ganz Europa. Kuhn gibt dem niederländischen Außenposten den klingenden Namen Batavia. Bei Seeleuten ist der Ort allerdings wegen seines ungesunden Klimas und seiner stinkenden Gewässer berüchtigt. Das alte Batavia, heute eine 20-Millionen-Metropole Jakarta, einer der größten Ballungsräume der Welt. Damals nur ein fieberverseuchtes kleines Nest mit ein paar hundert Einwohnern. Batavia war die erste niederländische Siedlung in Indonesien. Und der Name Batavia ist die alte lateinische Bezeichnung für Holland. Batavia war ein Stützpunkt an strategisch günstiger Stelle. Östlich davon lag das, worum es den Holländern eigentlich ging, die Inselwelt der Molukken. Vor allem eine Gruppe winziger Inselchen, manche kaum größer als ein paar Fußballfelder. Da wuchs das Gold, im wahrsten Sinne des Wortes, auf den Bäumen. Denn hier gab es etwas, das es sonst auf der Welt nicht gab. Tausende von Muskatnussbäumen. Ein paradiesischer Archipel mitten im weiten Ozean. Nur ein niederländisches Fort erinnert noch daran, dass die winzigen Vulkaninseln vor 400 Jahren Schauplatz eines blutigen Konflikts waren. Mit einer Politik aus Zuckerbrot und Peitsche ist es der VOC gelungen, auf den Inseln Fuß zu fassen und die Einheimischen zu zwingen, ein Monopol der Niederländer auf den Muskathandel anzuerkennen. Doch unter den Bewohnern der Inseln gärt es. Die Verträge, die ihnen die Holländer aufgezwungen haben, sind zu ihrem Nachteil. Denn mit dem Monopol der VOC sind auch die Preise für die Muskatnüsse drastisch gesunken. Aber auf See lauern immer noch die Konkurrenten der Amsterdamer Kaufleute. Nur strengste Aufsicht kann verhindern, dass die Muskaternte heimlich an britische Schiffe verkauft wird, die in Nacht- und Nebelaktionen den Archipel anlaufen. Einer englischen Crew ist es sogar gelungen, sich auf einer Nachbarinsel festzusetzen. Die niederländischen Händler wissen, dass die Bewohner von Banda Kontakt zu den Briten aufgenommen haben. Die Lage spitzt sich immer mehr zu. Der Coup der Engländer hat das Selbstbewusstsein der Einheimischen gestärkt. 1621 kommt es zur offenen Rebellion. Im Vertrauen auf Unterstützung durch die Feinde der Holländer fallen die Bandanesen über Beamte der VOC her. Ein verhängnisvoller Fehler. Banda war die Kronjuwele unter allen Besitzungen der VOC. Der Ort, an dem die Muskatnuss wuchs, die mehr wert war als ihr Gewicht in Gold. Kein Wunder, dass es gerade hier zu Ausschreitungen kam. Als die Häuptlinge begannen, sich offen gegen die Holländer und auf die Seite der Engländer zu stellen, kochte Jan Peterson Kuhn vor Wut. Er gebrauchte unglaubliche Brutalität, um den Widerstand zu brechen. Kuhn will ein Exempel statuieren, das die Aufständischen nicht vergessen, und schickt seine Flotte aus. Was folgt, ist der schwärzeste Tag in der Geschichte der Banda-Inseln. Die Holländer siegen nach kurzem Kampf. Kuhn lässt 45 Häuptlinge von Banda hinrichten. Ihre Leichen werden gevierteilt und zur Abschreckung auf Bambusstangen gepflanzt. Ein Mahnmal erinnert an das Massaker vor 400 Jahren. Kuhn ließ nach und nach die gesamte Bevölkerung der Inseln töten oder deportieren und ersetzte sie durch Sklaven. Bis heute sind die Gräueltat und ihr Urheber bei den Einheimischen nicht vergessen. Terrible man.
Ein furchtbarer Mann. Er hat 6000 unserer Leute getötet. Er hat uns gezwungen, die Muskatnuss nur an die Holländer zu verkaufen. Wir wollten keine Verträge unterzeichnen. Wir konnten ja nicht einmal schreiben. Viele machten ein Kreuz. Und wir sagten uns, warum sollen wir Verträge unterzeichnen? Es ist doch unser eigenes Land. Jan Koen, der brutale Architekt des holländischen Kolonialreiches, passt am Ende nicht mehr ins Konzept der VOC, die einen Ausgleich mit England sucht. Koen, der Britenhasser, wird seiner Ämter enthoben. 1629 stirbt er verbittert in Batavia. Jan Koen. Noch heute ist er eine Berühmtheit im indonesischen Schattentheater. Da ist er das Böse, der Teufel, das Monster. Damals aber war es alles andere als ein Kasperltheater, was die Männer aus Holland aufführten. Sie waren hart gegen sich und gegen andere, brutal und wagemutig. Ihre Chance, überhaupt anzukommen im Land ihrer Sehnsüchte, war 50-50. Ein halbes Jahr auf See, Stürme, Skorbut, Piraten, auch Sandbänke und Riffs und der weite Ozean. Man spricht zwar von Seestraßen, aber wo sind auf dem Meer die Straßen, die Wegweiser, die Kilometerangaben? Seekarten, sie sind die eigentliche Versicherungspolice der Mannschaften. Eine großartige Erfindung und gar nicht selbstverständlich. Denn wie bringt man einen runden Globus auf ein flaches Stück Papier? Die zündende Idee hat ein Holländer namens Mercator. Mercator legte einfach einen Zylinder um den Globus und projizierte die Küstenverläufe und andere Punkte der Erdoberfläche vom Mittelpunkt des Planeten aus auf den Zylinder. Schneidet man den Zylinder dann auf, erhält man eine Karte. Längen und Breitengrade treffen im rechten Winkel aufeinander. Die Grundvoraussetzung, um mit der Karte zu navigieren. Seekarten werden im 17. Jahrhundert wie Staatsgeheimnisse gehütet. Und das gilt auch für alles andere, das mit Seefahrt zu tun hat. Vor allem für die ausgeklügelten Erfindungen der Schiffbauer. Im holländischen Lelystad entsteht nach Fundstücken und alten Plänen der Nachbau eines Ostindienseglers. Ein Kunstwerk aus Eichenholz. 56 Meter lang, Platz für 340 Mann Besatzung und 550 Tonnen Ladung. Möglich ist der exakte Nachbau durch Wrackfunde aus dem Schlick der Nordsee. Sie geben Archäologen über die erstaunlichen technischen und organisatorischen Fähigkeiten der Schiffbauer vor über 400 Jahren Aufschluss. Vor allem über die Frage, wie es der VOC möglich war, in nur 10 Jahren über 4000 Schiffe in Dienst zu stellen. Das Erfolgsgeheimnis heißt Rationalisierung. Der Quantensprung, den ich darüber habe, ist, dass in der Zeit von der VOC. In der Epoche der VOC, dem ersten Großkonzern der Welt, geschah ein Quantensprung im Schiffbau. Die VOC war so gut organisiert, dass sie sich auch um die Details des Schiffbaus gekümmert hat. Wenn ein Schiff zurückkam, wurde es genau unter die Lupe genommen. Man stellte fest, welche Probleme es hatte, etwa bei Stabilität und Schnelligkeit. Man gab diese Ergebnisse direkt an die Schiffbauer nach Amsterdam weiter, die dann die neuen Schiffe entsprechend veränderten. Etwa mit einer verbesserten Außenhaut, sodass sie schnell wieder auf Fahrt nach Osten gehen konnten. Und noch eine technische Revolution macht die Niederländer ihren Konkurrenten überlegen. Windbetriebene Sägemühlen. Mit ihrer Hilfe lassen sich genormte Planken für den Schiffbau herstellen. In großer Stückzahl und 30 Mal so schnell wie handgefertigt. Die Schiffe der Niederländer sind belastbar, wendig und manöverfreundlich. Allerdings hat die ausgefeilte Technik auch Grenzen. Die mächtigen Rahsegler können, im Gegensatz zu einer modernen Segeljacht, nur vor dem Wind fahren. Das sogenannte Aufkreuzen gegen die Windrichtung kann die komplizierte und empfindliche Konstruktion nicht leisten. Auf der Fahrt nach Asien müssen die Kapitäne deshalb einen enormen Umweg in Kauf nehmen.
Weil die sogenannten Passatwinde in Äquatornähe nach Westen wehen, steuern die Schiffe zunächst Richtung Brasilien. Weiter südlich wechselt der Wind dann in östliche Richtung und treibt die Segler am Kap der Guten Hoffnung vorbei in Richtung Indien und Indonesien. Jede Tour ein Wagnis. Havariemeldungen sind in der VOC-Zentrale an der Tagesordnung. 20% Verlust, ein einkalkulierter Faktor. Selbst im goldenen Zeitalter der VOC war es äußerst schwierig, genügend Schiffsmannschaft anzuheuern. Natürlich gab es die Aussicht, reich zu werden, aber da waren die Gefahren der langen Seereise. Die VOC bot sogar eine Versicherung an. 600 Gulden für den Verlust von Auge, Arm oder Bein auf der rechten Seite, 500 auf der linken. Und trotzdem kamen die Leute nicht. Deshalb endete die VOC beim Bodensatz der Gesellschaft, bei Leuten, die oft direkt aus den Gefängnissen gezerrt wurden. Agenten der Kompanie werben unermüdlich Männer an, auch in Deutschland. Abenteurer, Verzweifelte und solche, die das Weite suchen, weil ihnen Gläubiger auf den Fersen sitzen. Dass nicht gerade die besten Charaktere in Ostindien ihr Glück suchen, zeigt ein berühmtes Beispiel. Der Untergang der Batavia. Ihr exakter Nachbau liegt heute im Hafen von Lelystad. Aber die Batavia ist mehr als ein historisches Segelschiff. Sie ist ein Symbol. Sinnbild für die zwei Gesichter des VOC-Imperiums. Für Glanz und Grausamkeit, für Macht und Ohnmacht. Am 14. Juni 1629 läuft der Segler vor der Westküste Australiens auf ein Riff. Die Überlebenden retten sich auf eine winzige, unbewohnte Insel. Was folgt, ist ein grausames Lehrstück über die Errichtung einer Schreckensherrschaft. Mit Hilfe einiger Kumpane bringt sich der Kaufmann Hieronymus Cornelis in den Besitz der Schiffsladung und schwingt sich zum Herrn über Leben und Tod auf. Er und seine Männer vergewaltigen, foltern und töten zum puren Zeitvertreib. Es dauert Monate, bis ein Rettungskommando eintrifft und dem Terror ein Ende bereitet. Cornelis und seinen Spießgesellen wird der Prozess gemacht. Die schrecklichen Details des monatelangen Terrors kommen ans Licht. Das Urteil lautet Tod am Galgen. Ist das nicht eine Geschichte, die uns eine Menge über den Menschen und seine vielgepriesene Kultur lehrt? Auf dem Schiff sind Europäer unterwegs, die sich für die Krone der Schöpfung halten. Aber einmal in der Wildnis fallen die Masken ab und die Menschen versinken in Barbarei. Ja. So dünn ist die Schale der Zivilisation. Die Menschen wollen das nicht gerne wahrhaben. Das Bildnis, das sie von sich entwerfen, glänzt und leuchtet in allen Farben. Die reichen Kaufleute des 17. Jahrhunderts lassen sich im modischen Outfit der Zeit malen. Stilsicher, stolz, selbstbewusst. Man schätzt, dass damals in Holland etliche Millionen von Bildern hergestellt wurden. Dank des Gewürzhandels. Wer profitierte davon? Rembrandt. Keine Persönlichkeit verkörperte das goldene Zeitalter so wie er mit seinen Licht- und Schattenseiten. Sein Talent machte ihn zu einem der bedeutendsten Künstler seiner Zeit, aber auch zum Opfer des schnellen Geldes. Rembrandt, eine atemberaubende Karriere. Der Sohn eines Müllers und einer Bäckerstochter aus der Stadt Leiden beginnt mit 15 Jahren zu zeichnen. Schon als junger Mann ist er ein gefeierter Malerfürst. Und die Zeitumstände kommen ihm entgegen. Der Überseehandel hat Hollands Bürger wohlhabend gemacht. Und sie geben ihr Geld gerne für Kunst aus. Rembrandt wird reich. Sehr reich sogar.
Er kauft ein prächtiges Bürgerhaus im jüdischen Viertel von Amsterdam und umgibt sich mit dem Luxus der Zeit. Er ist Künstler und Kunsthändler zugleich, verdient gut an seinen eigenen Werken und an denen seiner Schüler und Kollegen. Sein Lebensstil unterscheidet sich bald nicht mehr von dem seiner Auftraggeber. Auch er ist ein leidenschaftlicher Sammler. Unsummen gibt er für antike Plastiken oder exotische und skurrile Objekte aus Übersee aus. Ausgestopfte Tiere, Kultobjekte mit angeblichen Zauberkräften, das inspiriert den Künstler und beeindruckt die Besucher. Und dann geschieht etwas Unerhörtes. Ein Spekulationsrausch, wie er in der gesamten Geschichte der Börse einzigartig ist. Im Zentrum steht das, wofür Holland noch heute berühmt ist: Tulpen. Die türkische Blume avanciert damals zum begehrten Luxusprodukt. Für besonders extravagante Züchtungen sind manche bereit, nach heutiger Währung mehrere 10.000 Euro zu bezahlen. Viele Bürger verschulden sich für Tulpenzwiebeln in der Hoffnung, an dem Boom zu verdienen. Spekulanten tun das in großem Stil. Der Handel mit Optionsscheinen blüht und treibt die Preise in astronomische Höhen. Auf dem Gipfel der Tulpomanie war eine einzige Zwiebel der Sorte Semper Augustus so viel wert wie ein Haus in Amsterdam. 1637 platzt die Spekulationsblase. Über Nacht stürzen die Kurse ins Bodenlose und scheinbare Millionenvermögen sind binnen weniger Stunden dahin. Eine bittere Lektion in Sachen Kapitalismus, die damals zum ersten Mal gelernt wird. Das goldene Zeitalter der Niederlande ist der Prototyp einer modernen kapitalistischen Gesellschaft. Es gibt da diesen riesigen Kapitalüberhang aus dem Gewürzhandel, der in dem System herumschwappt, ein wenig wie moderne Hedgefonds. Die Leute suchen nach lukrativen Investitionen, sie spekulieren mit allem Möglichen, wie etwa Tulpen, die nüchtern betrachtet wertlos sind. Man kann damit viel Geld verdienen, wenn der Spekulationsboom anhält, aber eben auch genauso leicht verlieren, wenn das Ganze zusammenbricht. Der erste Börsencrash der Geschichte hat viele Bürger in den Niederlanden arm gemacht. Die Auftragslage für Gemälde sinkt. Rembrandt hat schon vorher über seine Verhältnisse gelebt. Jetzt kann der berühmteste Maler seiner Zeit die Raten für sein Haus nicht mehr bezahlen. 1657 ist er ruiniert. Haus und Mobiliar fallen an seine Gläubiger. Er wird verarmt sterben. Das goldene Zeitalter verblasst mit ihm. Der neue Global Player England setzt den Holländern nicht nur in Asien zu, sondern auch in der neuen Welt. Immer mehr Briten siedeln seit Beginn des 17. Jahrhunderts an der Ostküste der heutigen USA. Eine Bedrohung für die kleine, florierende niederländische Kolonie Neu-Amsterdam. Die Siedler hatten den Algonquin-Indianern eine Landzunge mit dem Namen Manahatta abgekauft und befestigt. Das Städtchen entwickelt sich Mitte des 17. Jahrhunderts zu einem Marktplatz für Pelze, die in Europa sehr gefragt sind. Herrscher über das bescheidene Imperium ist ein Gouverneur mit Namen Peter Stuyvesant. Er verwaltet Neu-Amsterdam im Dienst der Niederländischen Westindischen Kompanie, einer kleinen Schwester der VOC. Doch im September 1664 sind die Tage der holländischen Kolonie gezählt. Aus dem Konflikt mit den Briten ist offener Krieg geworden. Und die isolierte Siedlung ist ein ideales Ziel für einen englischen Anschlag. Vor Neu-Amsterdam tauchen feindliche Kriegsschiffe auf. Peter Stuyvesant hasst die Briten. Doch er steht allein. Die Händler und Kaufleute verweigern ihm die Gefolgschaft. Sie wollen die Beschießung der Stadt durch die englischen Kriegsschiffe verhindern. Der Gouverneur muss kapitulieren, zähneknirschend. Die Eroberung Neu-Amsterdams ist der Auftakt zu einem gewaltigen Seekrieg zwischen Briten und Niederländern, der auf allen Weltmeeren geführt wird. Ein Krieg ohne wirklichen Sieger. Am Ende gewinnen die Erschöpfung der Gegner und die Einsicht, dass Friede für den Handel einträglicher ist als Krieg.
Die VOC verfolgte in Ostindien eine unglaublich aggressive Politik. Sie verhielt sich im Grunde wie ein Staat. Aber man darf nicht vergessen, dass sie ein Handelsunternehmen mit Aktionären und Investoren war. Die hatten überhaupt keine Lust, ihr Geld für Waffen auszugeben und zogen daher Verhandlungen vor. Es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass die Holländer Manhattan gegen die von Engländern kontrollierten Gewürzinseln eintauschten. In der Stadt Breda schließen die Gegner Frieden. Die Niederländer verzichten auf Neu-Amsterdam und die Briten auf den Muskathandel in den Molukken. Peter Stuyvesant geriet in Vergessenheit. Heute halten die meisten Menschen ihn wohl für einen Zigarettenfabrikanten. Und seine Kolonie Neu-Amsterdam wurde umbenannt in New York, Manhattan. Vor 300 Jahren eingetauscht gegen ein paar hundert Muskatnussbäume. Unglaublich, nicht? Dieser hier, Pierre Poivre, zu Deutsch Peter Pfeffer. Ein französischer Missionar ist mit Schuld am Niedergang der Ostindien-Kompanie. Er klaute den Holländern junge Muskatnussbäume und pflanzte sie in Mauritius an. Das Muskatmonopol der Niederländer war damit gebrochen. Um 1800 ist die Ostindien-Kompanie pleite. Indonesien wird jetzt eine Kolonie der holländischen Krone. Alte Filmaufnahmen erzählen vom letzten Kapitel der holländischen Kolonialherrschaft. Ein paar tausend Beamte beherrschen ein Inselreich, in dem über 100 Millionen Menschen wohnen. Das geht nach dem Motto, teile und herrsche. Die Niederländer nutzen einfach die Profitgier der einheimischen Fürsten und verdienen an deren Ausbeutung der Landbevölkerung kräftig mit. Der holländische Regierungsbeamte nennt sich heuchlerisch großer Bruder. In Wirklichkeit schaut er den Stammesfürsten genau auf die Finger. Ein Drittel des gesamten niederländischen Haushalts erwirtschaften die Bauern Indonesiens und werden dafür mit Hungerlöhnen abgespeist. Doch dann tritt etwas ein, das die Kolonie zutiefst erschüttert. Eine Katastrophe von gigantischem Ausmaß. 27. August 1883. Um 10 Uhr morgens fliegt der Krakatau in die Luft. Ein 800 Meter hoher Vulkan, der Java vorgelagert ist. Es ist die stärkste Eruption, die jemals gemessen wurde. Der dadurch ausgelöste Tsunami fordert auf Java und Sumatra fast 40.000 Todesopfer. Wut und Verzweiflung treiben die Überlebenden zu den islamischen Geistlichen. Hat nicht Gott die Himmel verfinstert und den Boden des Meeres angehoben? Begehen sie nicht eine schlimme Sünde, weil sie Ungläubigen dienen? Tod den Ungläubigen. Die Naturkatastrophe wird zum Auslöser für einen Aufstand gegen das Kolonialregime. Der Angriff erfolgt im Morgengrauen. Im Westen Javas haben sich Fischer und Bauern bewaffnet. In den Hass auf die Christen mischt sich die Wut über drückende Steuerlasten der niederländischen Verwaltung. Die Unzufriedenen fallen über Siedler und Beamte her und machen sie nieder. Zwar kann das Kolonialregime die blutige Revolte in der Provinz Banten wieder ersticken. Aber das Ausmaß des Aufstandes hat gezeigt, dass der Widerstand gegen die Fremdherrschaft wächst. Trotzdem lenken die Holländer zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Batavia aus ein Reich, das den Anschein hat, als sei es für die Ewigkeit gemacht. Eine Kolonie, tausendmal größer als das Mutterland, verwaltet von einem niederländischen Beamten. Einheimische haben kein Mitspracherecht. Die Hauptstadt hat sich zu einer quirligen Metropole mit über 200.000 Einwohnern entwickelt, deren Zentrum sich auf den ersten Blick kaum von einer europäischen Kapitale unterscheidet. Hier leben in erster Linie Niederländer. Aber das Kolonialreich hat ein zweites Gesicht. Der Alltag der Einheimischen, an dem sich seit den Tagen Jan Pieterszoon Koens nicht viel verändert hat.
Niederländisch-Indien ist auch im 20. Jahrhundert eine Welt, in der es wenige Reiche und viele Arme gibt. Und wo nach wie vor der verschwenderische Luxus der Weißen auf der Ausbeutung von Menschen anderer Hautfarbe beruht. Das schöne Leben der Kolonialherren in ihren Villen, es hätte noch weitergehen können. Das Ende der niederländischen Herrschaft über Indonesien kam unerwartet. Und es kam von außen. Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Innerhalb weniger Monate erobern Japaner große Teile Indonesiens. Die Sieger stecken die ehemaligen Kolonialherren in Internierungslager, in denen sie ein menschenunwürdiges Leben fristen. 3 Jahre später scheint der Spuk vorbei. Am 17. August 1945 muss Japan kapitulieren. Doch die Besatzungszeit hat Folgen. Dass es den Japanern zunächst gelungen war, die Europäer zu schlagen, hatte den Bewohnern der niederländischen Kolonie gezeigt, dass die Europäer nicht unbesiegbar sind. Und was sich dann im Zuge der Kapitulation der Japaner in Indonesien abspielte, war ein Schock für die Holländer. Sie dachten eigentlich, dass sie mit offenen Armen empfangen werden, wenn sie zurückkommen. Aber es kam anders. Noch am Tag der japanischen Kapitulation ruft Ahmed Sukarno, Kopf der indonesischen Unabhängigkeitsbewegung, die Republik aus. Aber die Niederlande wollen ihre Kolonie nicht kampflos aufgeben und entfesseln einen blutigen Krieg, offiziell als Polizeiaktion bezeichnet. Die Regierung in Den Haag gerät dadurch unter internationalen Druck. Vor allem durch die USA und England, die Sukarnos Republik anerkennen. 1949 geben die Niederlande endlich nach und entlassen Indonesien nach über 300-jähriger Kolonialherrschaft in die Unabhängigkeit. Für viele Holländer ein schmerzlicher Abschied von einem Leben unter tropischer Sonne. Nur überwachsene Gräber erinnern heute noch an Niederländisch-Indien, wo einst das Gold auf den Bäumen wuchs. Der Befreier Indonesiens, Ahmed Sukarno. Er hat den Inselstaat in die Unabhängigkeit geführt, aber 10 Jahre später lässt er sich zum Diktator auf Lebenszeit ausrufen. Das Ende seiner Regierung ist überschattet von einem Massenmord. Die Armee macht Jagd auf die chinesische Minderheit, angeblich alles Kommunisten. Hunderttausende werden umgebracht. Keine 50 Jahre ist das jetzt her. Für die Holländer ist das Kolonialreich nur noch Erinnerung. Erinnerung an ein Zeitalter, das seinen Glanz dadurch erwarb, dass es fremden Ländern seine Schätze raubt.